Gutsatzlaner brauchen Sie eben keine Ausbildung, wenn Sie das so sagen. Dürfte ich denn wenigstens wissen, wie alt Sie sind? Na, no, das fragt man eine Dame Ja, aber eigentlich nicht. Und ich muss ja. ich bin knackige 25. Ach Oh, ja. Ja, also glauben Sie denn, dass Sie mit Ihren ja. wie alt sind Sie denn? Ich bin ein gutes, reifes Alter. Glauben Sie denn, dass Sie in Ihrem Alter denn noch was erreichen Ja, können? Also jetzt aber karrieremäßig? natürlich, natürlich. In Moskau war ich schon eine begnadete Sängerin. Eine Kostprobe, Kostprobe von Nein, nein, Blut. Von nein, nein. Na, Blut. also. Nein, Avut das, also, das muss jetzt wirklich nicht sein. Sopran. Nee, das. Sopran. Ja, Sopran, ich höre schon. Oh, haben Sie Also. Musikmanagerin für mich oder nicht? Natürlich habe ich hier Manager in meinen Akten Ah, und aber ich bin, okay. also ich Gut. hätte da einen, den Harald, aber ich bin mir Oh. nicht sicher, ob der sie so annehmen würde, ohne Unterlagen und ohne Oh, jegliche Gesangsausbildung, Gesangsunterricht oder halt schon Bühnenerfahrung. Flasche Wodka. Dann läuft alles von alleine. Du Hasi, wisst ihr, was ich meine? Nein, weiß ich leider Schätzchen. nicht. Kostprobe? Svetlana, Eine nein, nein, ich Kostprobe? habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Nein, Svetlana, ich habe genug gehört. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, gut, gut, gut. Und, oh, Sie können mir gar nicht helfen. Ja, Sie aber fragen warum nicht sind mal Sie? eine Partnerbörse. Mensch, was ist los Wissen Sie, es hier gibt im Internet in so vieles. Deutschland? E-Darling, Friendscout24, dann können Sie Was? dort reinschauen. Aber Viel zu Sie brauchen nicht modern in ein für mich. Jobcenter kommen. Viel zu modern für mich. Ich Hören Sie mir mal brauche Katalog. genau zu Aber hören jetzt. Sie Katalog und dann Ja, ich frage mich blätter ich eigentlich, blonde, braun, rein theoretisch 1,80 gesehen, m, 2 Meter und so weiter. Oh, Katalog. ich glaube, So das ist das ergibt sich. noch. Ich glaube, das hat hier. Alte Das hat hier echt Schema. keinen Sinn. Also, Svetlana, Oh, Mutschka. verstehe nicht, warum Sie hierher gekommen sind, wenn Sie schon Ihre Ziele vor Augen haben. Dann stellen Sie sich doch irgendwo hin in die Stadt und, ja, Sie müssen doch. Oder warum sind Sie nicht einfach in Moskau geblieben, wenn Sie dort so eine begnadete Sängerin waren? Da so ein bisschen Probleme, so ein bisschen, naja, habe meinen verrückten Mann da gelassen. Das war ein Säufer. Der konnte 4 Flaschen Wodka saufen. Ich nur 2, aber der 4. Stellen Sie vor, nein, das geht nicht. Nein, ich hatte große Probleme, Ja, das kann ich mir vorstellen. große Probleme, meine Svetlana, jetzige das stimmt. Hamburg-Karriere starten. Ja, aber ich Meine habe hier noch. Ich habe noch andere Kunden Kostprobe, und gleich habe ich bitte. auch noch ein Meine Meeting. Es wäre Kostprobe, nett, wenn Sie aber jetzt. finden Sie Job für mich, Musikmanager. Ich mache Ihnen einen Ein Vorschlag. Manager, Kommen dies, Sie das. morgen doch gegen 14 Uhr noch mal Bringe vorbei. Wodka, bringe Wodka mit. Kommen Sie doch. Scheiße. Wodka-Küchenpacken. Kommen Die Sie doch morgen gegen Packung für 14 Uhr noch. mich. Und sind Sie Hören Sie zu, eigentlich? Sagen Sie, sind Sie? Sind Sie? Haben Sie da nicht jemanden bekannten Kreis? Also, Svetlana, Ein ich würde Ihnen schicken Bruder, vorschlagen, der süß ich ist. wiederhole mich jetzt das letzte Mal, Sie kommen morgen gegen 14 Uhr nochmal vorbei, Gut. bring am besten Ihre Personalien mit, Sie wissen schon, Ausweis und so weiter, und dann sprechen wir weiter. Oh, Scheiße, steht mein Alter drinnen. Okay, gut. Ich kann noch fälschen, weil Igor geht. Ja, Igor kann noch schnell fälschen. Auf Und Pass Wiedersehen, machen. Svetlana. Was? Schon? Nein. Da geht gar nicht. Sie müssen jetzt Was? überlegen, was Sie für mich tun können. Ich habe Ihnen Ich gesagt, dass Sie brauche morgen. Kostprobe. Dann Sie finden Musikmanager sofort für mich. Ich hören Sie zu, Sofort. Sie kommen morgen. Mutschka! Sie kommen morgen. Mutschka! Sie kommen morgen gegen 14 Uhr wieder und ich rufe heute Abend mal den Harald an. Und dann sehen wir Harald, morgen weiter, Susanne. Svetlana. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen viel Glück weiterhin. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Gut, gut. Tschüss.